auch der EHC aus München gestern mit einem Heimspiel zu Gast, das Schwergewicht der Liga. Gegen Mannheim gab es noch was gut zu machen, eine 0:9 Klatsche vom Hinspiel. Auch hier die bayerische Mannschaft mit einem Blitzstart. Bernhard Keil mit dem Führungstreffer, just als eine Strafe angezeigt war. In der zweiten Minute fälscht Keil den Puck in Dennis Endras Tor ab. Höhepunkt des ersten Drittels, aber dieser Konter. In Unterzahl über Daniel Spahr, der wartet auf Ryan Duncan. Und der macht das 2:0. Kurz vor Drittelende ein Shorthanded Goal der Münchner vor knapp 4000 Zuschauern. Im Mittelabschnitt passiert zunächst wenig, bis zur 33. Minute. Auch hier war eine Strafe angezeigt, doch dann trifft Christoph Ullmann zum 2:1 Anschluss. Mannheim danach dem Ausgleich einige Male nahe, ein Tor fällt aber nicht mehr und im letzten Drittel ist der EHC wieder voll da. Alexander Bartha, erster Versuch, zweiter Versuch, drin ist die Scheibe. Von der Strafbank kam der Schütze dieses 3:1 in der 49. Minute. Es ist die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzt schließlich Jan Urbas mit seinem Treffer zum 4:1 Endstand. So klar war es nicht wie das Ergebnis. Ja, ich glaube, dass es ein Spiel auf Augenhöhe war. Es war sehr, sehr eng, die ersten beiden Drittel. Und dann haben wir aus den wenigen Chancen die Tore gemacht und haben, denke ich mal, letztendlich verdient gewonnen. Aber es ist vielleicht um ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen. Der EHC pirscht sich damit weiter heran an die Playoff-Plätze.